Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten mit der öffentlichen Sitzung am heutigen Tag beginnen. So, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben in diesen besonderen Zeiten natürlich auch diese öffentliche Sitzung, diese öffentliche Anhörung, wie auch in der letzten Sitzungswoche, wieder in einem besonderen Format. Das heißt, wir haben eine reduzierte Abgeordnetenpräsenz hier im Ausschussraum und schalten die Sachverständigen per Videokonferenz dazu. Und die Öffentlichkeit hat den Zugang durch Übertragung im Internet. Live. Ja, das sagt das Wort Übertragung eigentlich. Aber danke für den Hinweis. Also, die Öffentlichkeit ist uns live zugeschaltet. Kann sich aber nicht einmischen, aber das ist auch bei physisch stattfindenden Fachgesprächen mit Sachverständigen nicht der Fall. Also insofern keine gravierende Änderung. Ich möchte Herrn Staatssekretär Pronold begrüßen für das Bundesumweltministerium, der dieses Fachgespräch, diese Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung gemeinsam mit uns verfolgen wird. Es geht um den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Verpackungsgesetzes. Im Einzelnen das Verbot des Inverkehrbringens von Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von weniger als 50 Mikrometer. Davon gibt es 2 Milliarden jährlich laut der Deutschen Umwelthilfe und das bedeutet 40.000 Tonnen Kunststoff werden dafür benötigt. Wir haben zu Beginn dieser Wahlperiode sowohl im Ausschuss in einzelnen Fraktionen, aber auch ganz deutlich von der Bundesumweltministerin 3 große Krisen benannt, die das umweltpolitische Handeln leiten. Die Klimakrise, das Artensterben und die 3. Krise ist die Plastikflut. Und die Frage, die sich uns heute stellt, ist, ob diese erste Aktion in Bezug auf Bekämpfen der Plastikflut, die die Umweltministerin angekündigt hatte und die jetzt in einem Gesetzentwurf vor uns liegt, nämlich ein Verbot dieser Plastiktüten, ob das das taugliche, das richtige, das zielführende Mittel ist. Darüber gibt es, wie über fast alle Fragen im politischen Raum, unterschiedliche Ansichten. Und dementsprechend haben wir auch heterogene Sachverständige wie üblich eingeladen, die uns ihre Sicht der Dinge geben werden und uns hoffentlich dabei behilflich sind, vielleicht zu einer einigermaßen konsensualen Einschätzung am Ende zu kommen. Ich möchte jetzt diese Sachverständigen im Einzelnen begrüßen. Das ist erstmal Herr Dr. Bruckschen vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft. Herr Bruckschen, würden Sie kurz ein Hallo oder etwas äußern, damit wir wissen, ob der Ton funktioniert? Ja, hallo, Andreas Bruckschen hier aus Berlin. Sehr schön, begrüße Sie. Dann Herr Peter vom Handelsverband Deutschland. Herr Peter. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Peter. Herr Kopp-Assenmacher. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich fange noch mal kurz an, weil ich höre gerade, richtig Handheben wäre besser, damit man auch von der Technik zuordnen kann, wer ist. Also Herr Bruckschen, bitte noch mal mit Handheben. Dankeschön. Herr Peter, kurz mit Handheben. Dankeschön. Und dann haben wir Herrn Kopp-Assenmacher von Assenmacher und Nusser Rechtsanwälte. Ja? Jawohl. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Hallo. Herr Bargner vom Deutschen Städtetag. Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen. Herr Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Guten Tag, hallo. Ja, guten Tag. Herr Kauertz von IFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Ja, ja, schönen guten Morgen, hallo. Hallo. Herr Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Ja, Grüße vom Hackischen Markt. Ja, hallo. Ja. Und Frau Istel vom Naturschutzbund. Frau Istel, ja. Grüße Sie. So, das sind unsere Sachverständigen für heute. Die Sitzung wird im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Der Link zum Video der Veranstaltung wird später auf der Internetseite des Umweltausschusses hinterlegt. Das heißt, dass alle Stellungnahmen, Statements, die Diskussionen über das Internet zugänglich gemacht werden. Lassen wir wie üblich ein Wortprotokoll anfertigen. Gibt es dazu Widerspruch? Sehe ich nicht. Dann haben wir auch das so beschlossen. Der Ablauf der Anhörung wird folgendermaßen stattfinden.
Sie haben jetzt jeweils Zeit, alle Sachverständigen, für ein Statement von 3 Minuten. Das ist sehr kurz, das wissen wir. Aber die eigentliche Diskussion kommt ja dann anschließend und die findet so statt, dass jede Fraktion in jeder Fragerunde immer 5 Minuten Zeit hat für die Frage inklusive der Antwort, die der oder die Sachverständige, der oder die angesprochen wurde, dann gibt. Das heißt, der Fragesteller, die Fragestellerin hat selbst in der Hand, wie viel Zeit Sie für Ihre Stellungnahme haben. Ich sage das immer deshalb so ausführlich, weil das auch ein Appell an meine Kolleginnen und Kollegen immer ist, sich mit der Frage etwas kurz zu fassen, denn wir wollen ja hauptsächlich Ihre Sicht der Dinge hören und dadurch möglichst klüger werden. Wir haben also wahrscheinlich Zeit für 2 Frage-Antwort-Runden. Ich bitte Sie, selbst ein bisschen auf die Zeit zu achten. Normalerweise sitzen die Sachverständigen hier unten und hier läuft unübersehbar eine Uhr ab. Das ist jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich, weil wir diese Form der Kommunikation wählen mussten. Deshalb würde ich Sie selber bitten, ein bisschen darauf zu achten, also auf die Uhr zu schauen, wenn die Frage an Sie gerichtet wird. Sie wissen gleich zu Beginn, dass die Frage an Sie geht. Und dann auch zu schauen, dass Sie den 5-Minuten-Rahmen einhalten, weil nur so können wir gewährleisten, dass wir auch wirklich zu 2 Frage-Antwort-Runden kommen. Und damit genug der Vorrede. Nein, nicht ganz. Ich muss noch eines sagen, um die Übertragung von störenden Hintergrundgeräuschen zu minimieren und Rückkopplungen zu vermeiden, schalten Sie bitte das Mikrofon aus, wenn Sie nicht sprechen, beziehungsweise nutzen ein Headset. So, und damit aber am Ende der Vorrede und das Wort zur ersten Stellungnahme hat Herr Dr. Bruckschen. Bitte schön. Ja, der BDE ist über den Entwurf zur Änderung des Verpackungsgesetzes insgesamt überrascht, weil zur ökologischen Lösung der Kunststoffproblematik ausgerechnet ein Verbot von Plastiktüten in den Vordergrund gestellt wurde. Das überrascht uns, zumal es ja auch eine Vereinbarung des BMU mit dem HDE gegeben hat zur Verringerung von Kunststofftüten und dies auch eine deutliche Wirkung entfalten konnte. Wir vermuten daher, dass der Gesetzgeber mit dem Plastiktütenverbot ein politisches Signal zum ökologischen Umgang mit Kunststofftragetaschen senden möchte, können dies aber aus folgenden Gründen nicht nachvollziehen. Erstens, Kunststofftragetaschen sind gut recycelbar. Zweitens, Kunststofftragetaschen eignen sich auch für den Einsatz von Rezyklaten. Und drittens, Kunststofftüten sind bereits optimiert hinsichtlich Materialaufwand, Tragfähigkeit und auch hinsichtlich der Produktanforderungen. Und viertens, Plastiktüten sind auch mehrfach nutzbar. Darüber hinaus können wir in Deutschland jedenfalls ein umfassendes Littering von Plastiktüten nicht feststellen, weil wir in Deutschland eben ein umfangreiches Sammelsystem für Leichtstoffverpackungen und auch Restmüll haben. Und sechstens ist ein Verbot von Kunststofftüten fördert auch den Einsatz von Verbundmaterialien, die sehr viel schwieriger zu recyceln sind. Das ist ein großes Problem in unseren Recyclinganlagen. Und man kann das ja auch feststellen, dass Papiertüten eben häufig doch nur aussehen wie Papiertüten, aber in Wahrheit dann doch auf Kunststoffanteile enthalten. Und diese Verbundstoffe sind in den Anlagen nicht zu recyceln. Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft hält der BDE es deshalb für sinnvoller, umfassende Maßnahmen einzuleiten, in deren Mittelpunkt das Recycling steht. Und das ist ganz wesentlich auch die Entwicklung von eigenständigen Rezyklatmärkten. Wir sind deshalb der Auffassung, dass alle Produkte recyclinggerecht hergestellt werden müssen und dazu gehören dann eben auch Tragetaschen und hier muss man feststellen, dass Kunststofftüten recyclingfähig sind. Und Produkte müssen so hergestellt werden, dass ein Einsatz von Rezyklaten möglich ist und das ist eben bei Plastiktüten möglich. Insofern kommt der BDE zu dem Schluss, dass aus Sicht des Recyclings Plastiktüten besser sind als ihr Ruf und wir eher die Befürchtung, Plastiktütenverbot mehr Probleme verursacht, als es Lösungen bringt.
Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Das war also die Stellungnahme des BDE. Wir kommen jetzt zum zweiten Statement. Herr Peter, Geschäftsführung des Handelsverbands Deutschland. Bitte schön. Geschäftsführung nicht ganz, aber trotzdem vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete. Der Handelsverband Deutschland lehnt den Gesetzesentwurf ab. Das Ziel des Gesetzesentwurfs, ein Verbot von leichten Kunststofftragetaschen, ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht nicht zielführend. Die EU-Richtlinie, die diesem Verbot zugrunde liegt, sieht vor, dass bis zum Jahr 2025 weniger als 40 Kunststofftragetaschen pro Einwohner und Jahr verbraucht werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der HDE im Jahr 2016 eine Selbstverpflichtung zur Verringerung von Kunststofftragetaschen mit dem BMU abgeschlossen. Rund 350 Handelsunternehmen sind der Initiative gefolgt und haben sich freiwillig verpflichtet, Kunststofftragetaschen nicht mehr kostenlos anzubieten. Seit Inkrafttreten der Selbstverpflichtung wurden in Deutschland 2/3 Plastiktüten weniger verbraucht. Wir sind heute bei einem Verbrauch von nur noch 20 Tüten pro Einwohner und Jahr. Also bei der Hälfte der EU-Zielvorgabe für das Jahr 2025. Ein Komplettverbot von Plastiktüten ist daher nicht nur unnötig, sondern auch aus Umweltgesichtspunkten kontraproduktiv. Kunststofftragetaschen machen weniger als 1% des Kunststoffabfalls in Deutschland aus. Anders als der Gesetzesentwurf vorgibt und wie Herr Bruck schon auch schon gesagt hat, sind Plastiktüten in Deutschland auch nicht anfällig für Littering, da sie zum überwiegenden Teil über die gelbe Tonne oder den gelben Sack entsorgt werden. Ein Verbot von Kunststofftragetaschen kam für den Handel gänzlich unerwartet. Nach aktuellen Schätzungen liegen daher über 200 Millionen Plastiktüten als Vorrat in den Handelslagern. Wenn ein Verbot von Plastiktüten kommen würde, wären viele Händler gezwungen, ihre Restbestände zu vernichten. Eine Entsorgung dieser neuen, noch nicht in Verkehr gebrachten Plastiktüten wäre aus ökologischer Sicht nicht zielführend und gerade nicht mit dem Gedanken der Ressourcenschonung vereinbar, die der Gesetzesentwurf vorsieht. Auch aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation vieler Händler ist aus Sicht des HDE ein Verbot nicht tragbar. Viele Händler hatten wegen der Corona-Krise fast 2 Monate geschlossen und es drohen zehntausende Geschäftsschließungen im Handel. Vor diesem Hintergrund wäre es wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn Händler zusätzlich zur Corona-Krise noch vermeidbare Kosten zur Entsorgung von Plastiktüten auf sich nehmen müssten. Der Handelsverband Deutschland fordert daher, das Verbot von Plastiktüten auszusetzen. Dies würde Unternehmen vor zusätzlichen finanziellen Belastungen schützen, sowie eine unnötige Vernichtung der bereits hergestellten und vorhandenen Kunststofftragetaschen vermeiden. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe Sie etwas verkürzt vorgestellt und Verkürzung führt manchmal zur Verfälschung. Sie sind Geschäftsführer für den Bereich Kommunikation und Nachhaltigkeit. Entschuldigung. So, das dritte Statement kommt von Herrn Kopp-Assenmacher von der Kanzlei Assenmacher und Nusser. Bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich möchte mich zunächst herzlich bedanken, dass ich als Sachverständiger hier angehört werde. Ich habe eine schriftliche Stellungnahme relativ ausführlich eingereicht, in der ich die Dinge rechtlich geprüft habe. Darauf möchte ich verweisen und werde versuchen, jetzt in der Kürze der Zeit das Wichtigste wiederzugeben. Meine Aufgabe habe ich dahin verstanden, dass der Gesetzentwurf einer rechtlichen Analyse und Bewertung zuzuführen war. Ich vertrete keinen Verband oder ein Unternehmen hier, habe das rechtlich geprüft. Richtschnur meiner Analyse war die Frage, welche Leitplanken das Recht und hier insbesondere das Europarecht und das Verfassungsrecht einem abfallrechtlichen Produktverbot geben. Im Ergebnis dies vorausgeschickt halte ich in der Prüfung der europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Maßstäbe das Änderungsgesetz zum Verpackungsgesetz für rechtlich äußerst bedenklich, wenn nicht gar europarechts- und verfassungswidrig. Es dürfte sich salopp gesagt gerade auf der Grenze zwischen Verfassungsmäßigkeit und Verfassungswidrigkeit bewegen, mit der Folge, dass es von der Rechtsprechung gegebenenfalls später einmal gekippt werden könnte. Ich würde daher sehr empfehlen, das Gesetz gründlich nachzubessern. Wesentliche Einzelheiten finden Sie in der schriftlichen Stellungnahme. Einige Punkte möchte ich plakativ herausstreichen. Ein Verbotsgesetz dieser Art greift massiv in Grundrechte von Betroffenen ein, sowie in europäische Rechtsregeln, etwa zur Warenverkehrsfreiheit. Es ist sozusagen Ultima Ratio. Das heißt, ein Verbotsgesetz sollte nur zum Tragen kommen, wenn sämtliche anderen milderen Mittel ausgeschöpft worden sind oder nach Prüfung verworfen werden mussten. Wesentlicher Maßstab ist insofern die Verhältnismäßigkeitsprüfung einer Maßnahme. Das Plastiktütenverbot muss also geeignet, erforderlich und angemessen sein, um den verbundenen Zweck zu erfüllen.
Hier bestehen meiner Ansicht nach bereits schon erhebliche Bedenken bei dem Zweck des Änderungsgesetzes, also der Frage der ineffizienten Ressourcennutzung oder des Problems des Litterens. Die ineffiziente Ressourcennutzung ist in dem Gesetzentwurf jedenfalls und den damit verbundenen Materialien nicht nachgewiesen. Ganz im Gegenteil gibt es eine Vereinbarung zwischen Bundesumweltministerium und Handelsverband, wonach der Verbrauch pro Kopf jährlich auf 20 Plastiktüten oder Kunststofftragetaschen dieser Art gesunken ist. Das heißt also, deutlich unter dem europäischen Ziel für 2025, nämlich 40 Tragetaschen, liegt. Es ist insofern schon nicht erkennbar, wo hier der Handlungsbedarf bestehen soll. Dasselbe Dilemma sehe ich bei der Frage der Vermüllung der Umwelt, der Vermeidung der Vermüllung. Hier wird ein Rechtsbegriff eingeführt, der nicht näher konkretisiert ist. Das halte ich für sehr problematisch. Der Gesetzgeber müsste ihn wesentlich konkreter fassen, damit er nicht als Einfallstor für alle möglichen Verbote gelten könnte. Der lange Rede kurzer Sinn. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist hier noch erheblich nachzubessern. Zurzeit halte ich das weder für geeignet noch erforderlich noch angemessen. Dankeschön. Dankeschön. Das nächste Statement kommt von Herrn Bargner vom Deutschen Städtetag. Er ist Leiter des Dezernats Umwelt und Wirtschaft. Bitte schön, Herr Bargner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin nicht ganz Leiter oder Vorsitzender des Arbeitsbereichs, aber das ist nicht der Rede wert. Ich bin da Referent. Ich möchte gerne nach den doch eher kritischen Stimmen, die wir jetzt gehört haben, einen etwas positiveren Angang wählen. Ich vertrete hier nicht nur den Städtetag, sondern auch die anderen beiden kommunalen Spitzenverbände. Wir haben ja auch eine Stellungnahme eingereicht, die sehr kompakt nochmal unsere Sicht der Dinge darstellt, die ich gerne auch jetzt nochmal mündlich erläutern möchte. Als erstes würde ich schon sagen, dass wir im Grundsatz begrüßen, dass das ein Schritt ist, dem obersten Prinzip, nämlich der Abfallvermeidung, gerecht zu werden. Man kann natürlich diskutieren, inwieweit eine Ausweitung der freiwilligen Vereinbarungen zwischen HDE und BMU es auch getan hätte. Aber wir sehen auch schon und begrüßen das auch, dass das BMU hier Schritte geht, das Inverkehrbringen von Plastiktüten einzuschränken. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn man das Thema der Plastikbeutel unter 15 Mikrometer Wandstärke noch mal stärker angeht. Ich glaube, hier sehen wir vor allen Dingen das Thema des Litterings und des Einmalgebrauchs noch viel stärker als bei dem Thema der etwas festeren Plastikbeutel. Und hier gibt es zwar Ansätze, auch seitens des Handels mit Mehrwegnetzen oder anderen Mehrweglösungen zu arbeiten, aber da würden wir noch mehr das Augenmerk darauf legen. Und was aber wichtig ist und auch richtig ist, dass dieses Verbot nicht dazu führen darf, dass wir ökologisch nachteilige Lösungen dann am Markt sehen. Herr Bruckschen hat es angesprochen, Verbundstoffe, andere Tragesysteme, die aus ökologischer und auch aus Recycling-Sicht nachteilig sind, das darf nicht der Effekt dieses Gesetzes sein. Insofern ist darauf zu achten, dass dieses Gesetz ein erster Impuls ist im Sinne der Plastikvermeidung, das aber kategorisch nachgearbeitet werden muss, um sowohl die Belastung der Umwelt durch Plastik zu reduzieren, aber auch ökologisch vorteilhafte Mehrweglösungen zu stärken. Wir haben die Gelegenheit genutzt in unserer Stellungnahme, wenn es schon ums Verpackungsgesetz geht, auch nochmal das Thema Littering, was ja auch angesprochen ist im Gesetzentwurf, nochmal zu konkretisieren, indem wir sagen, wir sehen im öffentlichen Raum eine erhebliche Zunahme von Serviceverpackungen, To-Go-Verpackungen in den öffentlichen Abfallbehältern, im öffentlichen Straßenraum. Das sind Verpackungen, die bereits bei den dualen Systemen lizenziert worden sind und die letztlich durch die Kommune entsorgt werden müssen. Wir sehen da einen erheblichen Mehraufwand und würden uns wünschen und fordern ein, dass sich die dualen Systeme finanziell an diesem Aufwand beteiligen und haben das hier mal als Anregung platziert und würden uns freuen, wenn das im Gesetzgebungsverfahren weiter diskutiert werden wird. Das war's. Dankeschön. Vielen Dank. Unser nächster Sachverständiger ist Herr Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Bitte. Ja, schönen Dank. Grundsätzlich finden wir als BUND, dass eine verbindliche Regulierung durchaus begrüßenswert ist.
im Gegensatz zu der bisherigen freiwilligen Abkommen, da bei der freiwilligen Vereinbarung auch nicht alle Anbieter mitgegangen sind und wir daher auch weiterhin Plastiktüten haben. Allerdings ist ein alleiniges Verbot von Plastiktüten aus unserer Sicht nicht zielführend, da diese Alternativen wie Papiereinwegtüten oder andere Materialien dann in den Fokus rückt und auch, wie bereits dargestellt, die Alternative Hemdchenbeutel oder Tütchen mit kleineren Wanddicken von 15 Mikrometer weiterhin auf dem Markt sind und auch in die Umwelt gelangen können. Wir hätten es grundsätzlich besser gefunden, wenn wir hier eine grundsätzliche Abgabe für alle Tütensysteme haben, da bei gleichzeitiger Stärkung und Einführung von attraktiven und leicht zu nutzenden Mehrwegangeboten für die Nutzerinnen und Nutzer. Das könnten sein Pfandtaschen, aber auch das Ausleihen von einfachen Einkaufskörben, die im Falle eines Nichtvorhandenseins einer eigenen Einkaufstasche dann kurzfristig genutzt werden können. Also da fehlt es an Konzepten und Lösungen, die man gemeinschaftlich im Handel entwickelt oder die als Vorgabe gefordert werden. Und da sehen wir dringenden Nachbesserungsbedarf auch im gesamten Verpackungsgesetz, dass Mehrwegsysteme grundsätzlich in allen Bereichen im Handel, sei es aber auch in der Logistik, einen absoluten Vorrang und eine absolute Priorität haben sollen. Wir haben Tüten nicht nur als Einwegtüten, Tragetaschen im Handel. Wir haben Verpackungsmaterialien in allen Bereichen, Folien, Beutelchen, Tüten, die im Versandhandel genutzt werden, die alle letztendlich nur eine kurze Lebensspanne haben und letztendlich in der Verwertung trotz allen Aussagen, dass Tüten gut verwertbar sind, letztendlich eine untergeordnete Rolle spielen und nicht so gut verwertbar sind. Grundsätzlich muss es weiterhin, Einwegtüten sind ein Symbol für die Einwegproblematik. Wir brauchen aber im Rahmen des Verpackungsgesetzes durchaus einen weitergehenden Ansatz und wir erhoffen uns, dass dieses tatsächlich nur ein erster Einstieg darin ist, eine weitergehende Überarbeitung des Verpackungsgesetzes zu erreichen und deutliche Signale zu setzen, dass Mehrwegsysteme vorteilhaft sind für Umwelt und auch nutzbar sind. Einwegverpackungen haben langfristig nach unserer Auffassung auch im Bereich des Kunststoffs nur wenig ökologische Vorteile. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das nächste Statement kommt von Herrn Kauertz vom Institut für Energie- und Umweltforschung, IFOI, bitte. Genau. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Gelegenheit, Ihnen heute anlässlich des Entwurfs eines ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes ein kurzes Statement zur Sache abgeben zu dürfen. Frage, Sie sehen meine Folien oder? Ja, okay. Ja. Wir beim IFOI beschäftigen uns seit Beginn der 1990er Jahre mit dem Thema der Umweltauswirkungen von Verpackungen, haben auch schon die Entwicklung des legislativen Rahmens beobachtet und auch schon des Öfteren kommentiert. Ganz grundsätzlich begrüßen wir die Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für die Verpackungen, also das Verpackungsgesetz, sehen aber auch, dass in seiner aktuellen Form ein weiteres Flickenwerk inmitten eines noch größeren Flickenteppichs, nämlich das Umweltgesetzgebung ist. Ganz allgemein bemängeln wir eigentlich das Fehlen einer Zielvorstellung, wo wir in Deutschland langfristig mit dem Thema Verpackungen hinwollen. Wir haben ja so Zielvorstellungen, wie unser zukünftiger Strommix auszusehen hat. Wir haben Zielvorstellungen, wie unsere Mobilität langfristig aussehen soll. Und wir haben Ziele für den Gebäudebestand. So Zielvorstellungen sind immer wichtig, weil sich hier Szenarien und Maßnahmen ableiten lassen. Mit Hilfe von Gesetzen lässt sich dann die gewünschte Entwicklung auf den Weg bringen. Dann können wir auch Monitoring-Tools implementieren. Und im Bedarfsfall kann die Politik eben auch gegensteuern, wenn sich was anders entwickelt, als eigentlich gedacht oder gewollt ist. Für die Verpackungen haben wir auf dieser Ebene keine vergleichbaren Zielvorstellungen. Und auch der heute diskutierte Vorschlag über das Verbot der Kunststofftragetaschen bringt uns eigentlich nicht wirklich in die Richtung. Stattdessen haben wir hier ein starkes Instrument, ja, aber das Verbot bezieht sich eben nur auf einen kleinen Pixel des Gesamtbildes von den Verpackungen. Den zur Begründung angeführten Gesetzesfolgen fehlt aus unserer Sicht an vielen relevanten Stellen die wissenschaftliche Basis. Wir wissen heute nicht, ob wir da wirklich eine Lenkungswirkung sehen werden. Wir wissen nicht, ob die möglichen Alternativen allesamt und in jedem Fall die besseren sind. Und wir wissen auch nicht, ob die jetzt zu verbietenden leichten Kunststofftragetaschen wirklich einen signifikanten Anteil am Littering haben, weil generell fehlen beim Thema Littering noch ganz viele Grundlagendaten, um das Umweltproblem nachhaltig zu bemessen und auch mal an der Wurzel anzugehen. Somit bleibt der Entwurf am Ende Symbolpolitik.
eine Symbolpolitik, die die Hoffnung ausdrückt, dass ein Verbot eines spezifischen Produktes beim Verbraucher generell einen bewussteren Umgang mit Verpackungen bewirken kann. Für den pädagogischen Effekt wäre es da wahrscheinlich besser gewesen, alle Einwegtragetaschen zu verbieten, ohne weitere Differenzierung nach Material oder Form oder Größe. Aber aus wissenschaftlicher Sicht, und dafür stehe ich ja heute, wäre es definitiv besser gewesen, Produkte mit nachweislich guter Umweltbewertung zu identifizieren und dann auch aktiv zu fördern. Zum Beispiel Produkte, die ja heute auch schon den blauen Engel tragen, weil sie aus Altpapier sind oder weil sie Post-Consumer-Rezyklat in hohen Anteilen einsetzen oder eben auch Mehrweg-Alternativen, wenn sie nachweislich hohe Wiederverwendungsraten haben. Ich glaube, die 3 Minuten sind um. Deshalb bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und das nächste Statement kommt von Herrn Fischer für die Deutsche Umwelthilfe. Bitte, Herr Fischer. Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung, dass wir hier stellen können zum Gesetzentwurf. Die Ausschussvorsitzende Frau Kotting-Uhl hatte das schon erwähnt in Ihrem Eingangsstatement, dass pro Jahr 2 Milliarden Stück von Einwegplastiktüten hierzulande als Abfall anfallen. Das entspricht einem minütlichen Tütenverbrauch von 3.700 Stück. Also das sind immer noch ganz schön viel. 40.000 Tonnen Kunststoffe sind nötig, um diesen Jahresverbrauch an Plastiktüten herzustellen. Vor diesem Hintergrund halten wir das geplante Plastiktütenverbot von der Ministerin Schulze für nachvollziehbar. Fakt ist, dass das Produkt Plastiktüte verzichtbar ist und es definitiv umweltfreundlichere Alternativen gibt, die von Verbrauchern angewendet werden können. Ökobilanzen zu Baumwolltragetaschen, weil Herr Kauertz hatte darauf hingewiesen, es gibt immer wieder ökobilanzielle Debatten, welche Mehrwegalternative ist, wie umweltfreundlich muss, wie häufig genutzt werden, um ökologische Vorteile zu haben. Aber seien wir doch mal ehrlich, an dieser Stelle brauchen wir in vielen Bereichen Ökobilanzen gar nicht. Denn es gibt eine Vielzahl von Mehrwegalternativen, die sowieso schon da sind und auch für andere Nutzungszwecke verwendet werden. Rucksäcke, Fahrradtaschen, Fahrradkörbe, Klappkisten, Trolleys und viele andere Dinge auch, die genutzt werden zum Einkaufen und die Einwegplastiktüten überflüssig machen. Und zudem braucht es auch keine Ökobilanz, um sich klarzumachen, dass ein zusammenfaltbarer Mehrweg-Polyesterbeutel, der eine extreme Zugfestigkeit hat, viele hundert Male wiederverwendet werden kann, der wiegt nur 30 Gramm und ist damit ähnlich leicht wie eine Einwegplastiktüte, aber eine wunderbare Mehrwegalternative. Und da ist doch klar, auch ohne eine Ökobilanz in der Breite, dass diese Mehrwegeanwendung nach wenigen Nutzungen einen ökologischen Vorteil hat. Und zudem können natürlich auch Permanenttragetaschen aus Kunststoff, aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Es wird ja immer wieder darauf abgestellt, dass Einwegplastiktüten mit dem blauen Engel viel Recyclingmaterial beinhalten. Aber das können natürlich Mehrwegtragetaschen aus Kunststoff auch. Und wenn Plastiktüten nur einen Bruchteil des deutschen Kunststoffabfalls ausmachen, so kann das doch keine Begründung dafür sein, dass sich täglich mit unnötigem Plastikmüll abzufinden. Und irgendwo müssen wir mit dem Thema Umweltschutz und Abfallvermeidung beginnen. Und insgesamt haben weltweit inzwischen 61 Staaten Plastiktüten verboten, unter anderem auch Frankreich. Und deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass dieser Schritt, dieser konsequente Schritt eines Plastiktütenverbots der richtige ist. An einer Stelle greift das Plastiktütenverbot allerdings zu kurz, und zwar dann, wenn es darum geht, Einwegpapiertüten und auch Hemdchentüten für Obst und Gemüse, deren Verbrauch nachhaltig einzudämmen. Da hätten wir uns einen weiterführenden Ansatz gedacht, entweder diese Tüten auch zu verbieten, das konsequent durchzuziehen, oder aber eine Mindestabgabe von 20 Cent auf die Einwegtütchen für Obst und Gemüse einzuführen oder auch auf die Einwegpapiertüten. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen aus Gesprächen mit dem Lebensmitteleinzelhandel switchen 30% der Verbraucher, die vorher Plastiktüten, Einwegplastiktüten verwendet haben, auf Einwegpapiertüten um. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass roundabout 70% der Verbraucher auf diese Einwegverpackung verzichten und Mehrwegalternativen nutzen. Und deshalb zeigt es an dieser Stelle auch, dass diese Einwegverpackung unnötig ist und ein Verbot somit der richtige Schritt. Dankeschön. Dankeschön. Und das letzte Eingangsstatement hören wir von Frau Istel vom Naturschutzbund Deutschland. Bitte.
Falls Sie schon etwas sagen, Frau Istel, haben Sie Ihr Mikrofon noch aus. Frau Istel, Sie müssten Ihr Mikrofon einschalten. Liegt's an uns? Sie haben das Mikrofon eingeschaltet? Dann haben wir ein Problem. Können wir was dran ändern? Kann mal jemand anders was sagen? Vielleicht ist es allgemein? Ich glaube, bei uns funktioniert das. Ah ja. Also, Sie sind auch gut zu verstehen. Ansonsten funktioniert es, ja. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, was neu starten? Es wäre zu prüfen, ob unten in der Symbolleiste das Mikrofon stumm geschaltet ist oder ob in Ihrer eigenen Systemsteuerung das Mikrofon ausgeschaltet ist. Vielleicht, wenn Sie den Kopfhörer ausschaltet und über das integrierte Mikrofon spricht, vielleicht klappt das. Also ich bin jetzt nicht der Technik-Crack. Ich höre hier die Empfehlung, Frau Istel, sich nochmal neu einzuwählen, was natürlich jetzt ein bisschen dumm ist, weil das Zeit kostet, aber vielleicht hilft das. Sonst müsste jemand von den Technikern hier mal dran und Ratschläge geben oder in die Kommunikation gehen. Also ich bin da denkbar schlechte Ratgeberin. Nee, wir hören Sie leider immer noch nicht. Wen? Frau Issel, eine F4-Taste am Laptop sollten Sie drücken. Vielleicht hilft das. Nein, hilft nicht. Also in früheren Jahren hätte ich gesagt, das ist wieder der Kampf gegen die Frauen. Aber... So, ich bin etwas ratlos, was wir jetzt tun. Ja, sie ist, also dieses letzte Statement nicht zu hören, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil wir keine zwei Kanäle haben, wo man dann versuchen könnte, das in Ordnung zu bringen und derweil eben doch schon mit der Fragerunde zu beginnen. Ja, das macht sie wohl gerade, denn sie ist jetzt nicht sichtbar im Moment. Frau Istel, jetzt? Nein, es funktioniert auch nicht. Also das Einzige, was jetzt hilft, wahrscheinlich ist, dass Sie sich per Telefon einwählen und uns anhand, wir haben ja Ihr schriftliches Statement hier, entlang diesem Statement durchführen. Learning by doing. Weiß sie das, wo sie sich einwählen muss? Gehen Sie mal an Mikro und reden mit ihr. Ich bin. Herr Bücking, gehen Sie mal hier hin. Also mir wird von der Technik gesagt, Sie sollen mein Mobiltelefon anrufen. Das ist die 0178 83. Was soll ich machen? So viel zum Datenschutz. Tippen ich alle mit. Ich ja freiwillig drauf. Kann ich die Dame anrufen? Ich habe... Ja, Entschuldigung, was... Aber das, jetzt müsste sie, wie soll sie mir jetzt ihre Nummer sagen? Ich habe sie nicht. Ich habe jetzt ihren. Das ist das gleiche andersrum. Wir können ja die Sitzung kurz. Keine Chatfunktion.
Ah ja, das ist eine gute. Ja. Bisschen höher. Und den ganzen Aufwand, den das bedeutet. Ich würde vorschlagen, dass Sie versuchen, das bilateral jetzt zu klären, nachdem jetzt ganz im Geheimen die Nummern ausgetauscht wurden und wir tatsächlich einfach mal in die Runde gehen. Wir verlieren sonst zu viel Zeit. Es ist nicht ganz fair jetzt, aber wenn wir nachher keine Zeit mehr haben für die zweite Fragerunde, ist es auch nicht fair. Herr Simon, beginnen Sie. Und Sie fragen Herrn Dr. Buchschen. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. War jetzt doch beeindruckend, die bisherigen Stellungnahmen, die wir gehört haben. Vielleicht hören wir die letzte vom IV auch noch entsprechend. Die Plastiktüten der Dr. Buchschen werden häufig in den Haushalten mehrfach genutzt. Das heißt, es ist ja nicht der Fall, dass jede Plastiktüte, die eingekauft wird, als Tragetasche im Supermarkt per se direkt im Abfalleimer landet oder wie auch teilweise dargestellt, dem Littering hinzugeführt wird, das heißt, raus in der Umwelt entsorgt wird, was bei uns ja selten der Fall ist. Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen? Wie ist der Rücklaufquote gerade in Bezug auf Plastiktüten? Ist das Problem beim Sammeln und Sortieren einzuordnen? Das haben Sie jetzt zwar schon angekratzt, das Thema, vielleicht könnten Sie noch ein bisschen tiefer gehen. Die Rücklaufquote habe ich angesprochen, dazu wäre auch noch mal eine Information dienlich, wie hoch hier das durchschnittlich ist. Also kann man davon ausgehen, dass die Plastiktüten, die eingekauft werden, im Supermarkt auch wieder eingesammelt werden. Und noch mal zu den Alternativen, die Sie auch schon genannt haben, die auch schon mehrfach genannt wurden. Zum Beispiel Papiertüte oder die kompostierbare Plastiktüte, sollte man darauf komplett verzichten, weil wir bei Plastiktüten ja auch über Recyclingmaterial sprechen, oder sollten wir darauf auch komplett verzichten? Vielen Dank. Ich brauche nur die Seite. Dankeschön. Ach so, ja, Ihre Antwort bitte. Ja, Herr Simon, was die Rücklaufquoten angeht, ich habe jetzt im Vorfeld auch zu dieser Anhörung noch mal recherchiert, da gibt es keinerlei Statistiken, weil die Plastiktüte als solche in keiner statistischen Größe so erfasst ist. Aber was man eben allgemein sagen kann, dass natürlich in der klaren Materialzusammensetzung eben aus PE oder PP-Folien die Plastiktüte sehr gut recycelbar ist und auch ein gewisses Mengenvolumen ja auch aufweist und sicherlich die Plastiktüte hier auch in die Quotenberechnung des Verpackungsgesetzes einzubeziehen ist. Also wir haben hier somit ein eindeutiges Material, das gut recycelbar ist. Hingegen ist das eben bei den jetzt zu erwartenden Ausweichmaterialien eben schwieriger, insbesondere dann, wenn es Verbundstoffe sind. Da können wir in den Anlagen rein gar nichts mit anfangen. Insofern wird da dann der Kreislaufwirtschaft ein Bärendienst erwiesen. In dem Moment, in dem jetzt zu reinen Papierfraktionen gegriffen wird, ist das sicherlich eine Alternative zur Plastiktüte. Nur können wir ja alle sehen, dass im tatsächlichen Nutzungsverhalten dann doch Papiertüten verwendet werden, damit sie eben die Produkteigenschaften auch erfüllt, es dann doch hier zu Kunststoffeinsatz kommt und dann haben wir eben die problematischen Verbundmaterialien. Insofern sehen wir der Entwicklung ein bisschen skeptisch, stehen wir ihr gegenüber. Dankeschön. Das Fragerecht geht dann an die SPD und Herr Tews fragt Herrn Wagner, bitte.
Genau. Also ich finde, dass wir hier so eine etwas rückwärtsgewandte Diskussion und auch sehr begrenzt führen, also nur das Thema Plastiktüten, was in vielen Bereichen, so wie ich das beobachte, schon gar nicht mehr existent ist. Ja. Also auch der Handel, also wenn ich in den Handel gehe, sind meistens die Plastiktüten schon weg. Also der hat das Verbot eigentlich schon vorne weggenommen. Und wenn ich jetzt über den Rezyklatmarkt rede, dann ist der Wegfall der Plastiktüte das Beste für den Rezyklatmarkt. Über den sollten wir eigentlich reden. Das wäre viel wichtiger heute, als über Plastiktüten zu reden. Und der Rezyklatmarkt, ich will das nochmal ganz ehrlich sagen, wird dadurch befeuert, ja, dass wir im Grunde genommen die Plastiktüte verbieten und die, sag ich mal, Nicht-Einweg-Tragetaschen, die jetzt produziert werden, eben auch aus Rezyklaten hergestellt werden. Also meiner Ansicht nach eine etwas rückwärtsgewandte Diskussion hier. Aber Herr Wagner hat ja vorhin noch mal auf das Thema Littering hingewiesen. Und man muss ganz klar sagen, ja doch, wir brauchen das. Ich will das noch mal, wir brauchen das Gesetz deswegen, Frau Dött, weil wir an der Stelle, sag ich mal, einen Impuls setzen. Das ist ganz wichtig. Das haben wir auch bei den Glühbirnen. Wir würden heute noch überall Glühbirnen haben und keine LED leuchten, wenn wir das nicht gemacht hätten. Bestimmte Dinge müssen einfach auch in Gang gesetzt werden. Und deswegen finde ich das an dieser Stelle auch richtig. Aber Herrn Wagner würde ich gerne noch mal fragen, wie es mit dem Littering aussieht, weil da kommen ja ganz unterschiedliche Informationen teilweise auch. Letzten Endes müssen die Kommunen das ausbaden, was an Littering, sage ich mal, passiert. Wir haben eine starke Zunahme im Bereich, sage ich mal, der Gastronomie, also der Mitnahmegeschichten. Deswegen würde ich Herrn Wagner einfach mal ganz gerne fragen, wie sieht es, sage ich mal, in diesem Bereich aus? Wie entwickelt sich das in den Kommunen? Und vielleicht kann er da mal kurz so ein Update geben, wie es aussieht. Danke. Bitte, Herr Wagner. Vielen Dank, Herr Tews, für die Frage. Antworte ich gerne drauf. Es gibt da sicherlich nach Gebietstypen sehr unterschiedliche Entwicklungen, aber für die Großstädte, für die ich jetzt mal gerne sprechen möchte als Städtetag, merken wir schon, nicht nur durch die Situation innerhalb der Corona-Pandemie, wo sozusagen to go der neue Standard ist, sondern wir merken schon, dass dass wir so ein, besteigen das gerne so als mediterranen Lebensstil. Also man geht viel mehr nach draußen, man sitzt in Parks, man sitzt an Flussufern und konsumiert dort. Teilweise wird das Zeug einfach liegen gelassen in den Parks, in den öffentlichen Raum. Teilweise wird es versucht, in die öffentlichen Behälter zu entsorgen, die aber natürlich auch nur eine gewisse begrenzte Kapazität haben. Und Serviceverpackungen, To-Go-Verpackungen werden zunehmend voluminöser. Und sozusagen dann ist so ein Straßenpapierkorb sehr, sehr schnell erschöpft in seiner Kapazität. Und viele Kommunen reagieren darauf, dass sie größere Behälter in öffentlichen Flächen stellen und mit viel höheren Abfuhrrhythmen, um das Zeug sozusagen aus dem öffentlichen Stadtbild zu holen. Das ist nicht nur eine Frage von Kosten und von anfallendem Abfall, sondern es ist auch eine Frage von Sauberkeit, eine Frage von Attraktivität, von Innenstädten, von öffentlichen Plätzen. Und da merken wir, dass in den letzten Jahren das erheblich zugenommen hat. Um das sozusagen auch zahlenmäßig zu unterfüttern, wird gerade in einzelnen Städten Untersuchungen durchgeführt mit dem INFA-Institut, um mal zu schauen, wie sind eigentlich die Anteile von Serviceverpackungen, Leichtverpackungen in den Abfallbehältern und auch im Straßenraum, also als klassisches Littering, um dann zu gucken, wo ist eigentlich da auch die Verantwortung dann der Systeme, der dualen Systeme, die da letztlich für diesen Abfallstrom, wenn er über den Haushalt erfasst werden würde, zuständig sind. Und da erwarten wir uns nochmal ganz konkrete Zahlen über die Anteile. Aber feststeht, dass dieser Trend zum Draußenverzehr und zum Entsorgen im öffentlichen Raum erheblich zugenommen hat. Dankeschön. Die nächste Frage geht an Herrn Kauertz und sie kommt von Herrn Bleck für die AfD. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Sachverständige. Jetzt muss ich anders anfangen, weil ich bin über die Äußerung von Herrn Tews doch etwas verwundert. Also ich meine, in diesem Gesetzentwurf gelesen zu haben, dass es doch explizit eben um die Kunststofftüten geht. Und zwar mit einer Wandstärke von 50 bis 15 Mikrometern. Und dann sprechen Sie von einer rückwärtsgewandten Diskussion und davon, dass Sie sich darüber beschweren, dass wir über Plastikmüll reden. Aber wir reden gerade über diesen Gesetzentwurf. Und das beinhaltet nun mal Plastik. Das ist ja nun mal zweifelsohne der Fall. Und da muss man sich eben auch die Frage stellen, und da muss ich insbesondere den von der Union
von den Union benannten Sachverständigen hier auch einfach zustimmen, dass sowohl die europarechtlichen Bestimmungen längst übererfüllt sind, aber als auch die Kunststoffmüllproblematik in dieser Form so auf die Plastiktüten überhaupt gar nicht festzuschreiben ist. Nach meinen Informationen ist es doch nun mal so, dass 1% der Verpackungsabfälle im Grunde genommen diese Kunststofftüten sind. 1%. Woran machen Sie dann bitte diese Kunststoffvermüllung so fest? Und selbst wenn Sie sagen, das ist alles Symbolpolitik, dann muss man sich doch mal die Frage stellen, was wird denn das Ausweichverhalten der Verbraucher sein? Und das Ausweichverhalten der Verbraucher wird doch eins sein, die werden den Zweck solcher Tüten ja nicht aufgeben. Der Zweck solcher Tüten ist es, schnell, unkompliziert und sicher Produkte zu transportieren. Und dann werden die sich Ersatzprodukte suchen. Und das wird dann die Papiertüte sein. Und die Papiertüte ist umweltschädlicher als die Plastiktüte. Das ist nun mal so. Das heißt, selbst die Symbolpolitik, die stelle ich in Frage. Und deswegen möchte ich dann auch an den Sachverständigen die Frage stellen, weil Sie in Ihrem Handout ja schreiben, dass Sie hoffen, dass die Symbolwirkung des Verbots von Kunststofftüten zu einem bewussteren Umgang mit Verpackungen führt. Ich sage, die Bevölkerung hat eine regelrechte Kunststoffhysterie und reflektiert oftmals nicht, wann macht Kunststoff Sinn und wann macht er nicht Sinn. Und deswegen frage ich Sie, halten Sie das vor dem Hintergrund des zu erwartenden Ausweichsverhaltens, beispielsweise auf die Papier oder vielleicht sogar auf die Stofftüten, tatsächlich für realistisch? Bitte schön. Für realistisch, gut, danke. Für realistisch, dass der Konsument eine, nein, ich muss das anders anfangen. Ja. Es gibt sicherlich Alternativen in jedem Bereich. Und wir wissen das aus der Ökobilanz, es ist relativ schwer, aufgrund eines einzelnen Identifizierungsmerkmals eines Produktes zu bestimmen, ist es besser, ist es schlechter. Ja, ich denke, wir haben Kunststofftüten gesehen, die eine sehr schlechte Ökobilanz gezeigt haben. Wir haben Kunststofftüten gesehen, die gute Ökobilanzen gezeigt haben. Und das haben wir für alle anderen Materialgeschichten auch. Und wir haben auch Mehrwegtaschen, die überbedarf sind, ja, die dann tatsächlich nicht genutzt werden. Die halten sicherlich eine schlechtere Ökobilanz, während eine liebgewonnene Mehrwegtasche sicherlich eine sehr positive Ökobilanz hat. Das heißt, es ist sehr schwierig, hier eine klassische Schwarz-Weiß-Aussage abzuleiten. Das ist der Sache sicherlich auch nicht sachgerecht, ja, sondern uns geht es letztendlich darum, man muss die Determinanten der Produkte identifizieren und an denen muss man arbeiten. Aber solange ich dann einfach nur hingehe und sage, ich verbiete jetzt diese Kunststofftüten, das wird, wie wir gesagt haben, das ist nur ein Pixel des Gesamtbildes, ist ein bisschen zu gering, sondern mir fehlt da an der Stelle einfach die Gesamtvision, wo möchte man denn eigentlich hin und an welcher Stelle möchte ich wie steuern. Ich hoffe, dass das die Frage hinreichend beantwortet. Über die Fragestellung nicht ganz im Klaren. Es ging um Einwegtüten hier. Ich habe ja gesagt, also das ist ein wichtiger Einsatzzweck solcher Tüten. Ja? Und da der Vergleich zwischen Plastik und Papier Ressourcen verbraucht, ist recht eindeutig in den Untersuchungen. So. Die Untersuchungen sind an der Stelle nicht eindeutig. Es kommt in der Ökobilanz die Systemräume. Also ich würde sagen, jetzt hören wir dem letzten Satz des Sachverständigen zu, wenn wir ihm was fragen. Sie sagten, das sei nicht eindeutig, Herr Kauertz. Es ist nicht unbedingt eindeutig. Es kommt darauf an, welchen Ziel und Zweck die ökobilanzielle Analyse hat und wie der Systemraum gesetzt ist. Da müssen wir immer aufpassen. Deshalb fordern wir ja eigentlich an der Stelle, wenn wir uns der Sache mal detailliert beschäftigen möchten, dann bräuchten wir eigentlich eine große und vor allen Dingen sehr transparente Analyse, eine transparente Ökobilanz, eben die die verschiedenen Alternativen und auch die verschiedenen Schattierungen zwischen den Alternativen entsprechend sachgerecht untersucht, in einem Scope, den wir eventuell gemeinsam und für alle mit erträglich definiert haben. Das wäre wichtig. Dankeschön. So, jetzt, es tut mir leid, dass wir heute ein bisschen hin und her springen, aber wir schieben jetzt Frau Istel rein mit ihrem 3-Minuten-Eingangsstatement, das wir jetzt nur hören. Ich würde Sie alle bitten, Ihr schriftliches Statement vielleicht sich vorzunehmen, um das mitverfolgen zu können. Da sind, glaube ich, Folien mit dabei. Und dann hören wir Frau Istel jetzt übers Telefon. Bitte, Frau Istel. Hm. Hoffentlich. Hallo. Ja. 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 Ach so, ich habe das nicht verstanden. Okay, ja.
Herzlichen Dank. Moment, den Lautsprecher lauter. Unsere Position hier vortragen dürfen. Jemand muss es ja treffen, quasi beim Thema, was nicht funktioniert. Jetzt versuche ich hier die PowerPoint aufzumachen. Die sehen Sie jetzt leider nicht. Das funktioniert jetzt nicht, aber die haben Sie ja vorliegen. Also ich kann Herrn Buschner nur zustimmen. Auch wir haben selber kein Verbot gefordert, sondern eine Abgabe auf alle Einwegtragetaschen, unabhängig vom Material, vom Ausgabeort oder von der Wandstärke. Hintergrund ist das Thema Ökobilanzen und die nur vermeintliche quasi Umweltfreundlichkeit von Papiertüten. Wir fordern auch ein Datenmonitoring zu allen in Verkehr gebrachten Einwegtragetaschen. Das ist ja leider zurzeit nur für Kunststoff, für die Anzahl von Kunststofftragetaschen der Fall. Da sehen wir auch ein Manko. Und was wir aber dennoch sehen, ist, es gibt natürlich auch in Deutschland ein Littering-Problem, allerdings eher an Hotspots. Und wir sind nicht der Meinung, dass man den gesamten Markt jetzt auf ein quasi wegen großer Littering-Probleme auf ein weniger ökologisches Material umstellen soll. Aber natürlich gibt es einzelne Hotspots, vielleicht Wochenmärkte oder aber auch in Küstengebieten, wo meine Kolleginnen und Kollegen sehr viele Strandsammlungen machen, da sind natürlich auch Tüten ein Problem. Deswegen sprechen wir uns dafür aus, dass Kommunen zum Beispiel Verbote aussprechen dürfen, bestimmter Verpackungen, davon ist die Tüte dann nur eine. Genau, die Begründung hat Herr Kauertz eigentlich ja schon geliefert. Also alle Ökobilanzen, die wir kennen, zeigen, dass die Papiertüte, die gerade quasi die Substitution der Kunststofftragetasche ist, noch schlechter ist, sag ich mal, kurz gesagt. Und wir haben tatsächlich zurzeit auch keine Daten, wie die Verlagerungseffekte jetzt sind. Es werden ja keine Papierdaten oder Papiertragetaschendaten veröffentlicht. Das heißt, wir wissen nicht, ob die freiwillige Vereinbarung einen positiven Umweltnutzen hatte oder nicht. Nur weil die Anzahl kleiner geworden ist der Kunststofftragetaschen, wissen wir nicht, was ist substituiert worden. Wir wissen auch nicht, ob es große Taschen sind oder große Tragetaschen sind, kleine Tragetaschen sind, die noch auf dem Markt sind. Wir haben quasi keine Angaben zu den bisher eingesparten Kunststoffmengen. Aber nichtsdestotrotz würdigen wir auch, dass mal zu einer Maßnahme gegriffen werden soll, ein Produkt auch zu verbieten. Und wir hängen jetzt persönlich auch nicht an dieser Kunststofftragetasche. Aber man muss es natürlich konsistent machen, damit quasi auch wirklich ein Umweltnutzen kommt. Das sehen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf noch nicht gewährleistet. Man könnte einerseits auch die Papiertragetasche verbieten, gucken, was dann passiert. Aber die zweite Alternative ist natürlich dann auch wenigstens auf die Einwegtüten, Einwegtragetaschen, die noch in Verkehr gebracht werden, aus vor allen Dingen dann Papier eine Abgabe einzurichten, beziehungsweise wenigstens eine gesetzliche Kostenpflichtigkeit, weil natürlich sind viele Taschen inzwischen kostenpflichtig, aber es ist nicht flächendeckend. Vor allen Dingen bei Imbissen etc., wo die Littering-Gefahr auch groß ist, ist das noch nicht der Fall. Deswegen wollen wir neben dieser Abgabe auch eine gesetzliche Pflicht zum Monitoring mit der Aussicht dann auch die Papiertragetasche zu regulieren. Dazu würde zum Beispiel gehören die Größenkategorien, der Materialverbrauch und auch die Entwicklung der Einwegtragetaschen aus Recyclingpapier, die jetzt zunehmen, wo aber gerade auch noch ein Forschungsprojekt im Rahmen des Blauen Engels läuft, welche dieser Tüten tatsächlich einen Blauen Engel verdienen. Und auf welche Dinge man dann achten muss, weil wir haben ja auch schon gehört, Verbunde, die man gar nicht sieht, in diesen Papiertragetaschen sind durchaus, gibt es durchaus. Dann haben wir den Exkurs zu den Knotenbeutel. Da habe ich eine etwas andere Meinung vielleicht als manche andere Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe da noch nicht, dass jetzt der Moment ist, auch den Kunststoffknotenbeutel zu verbieten, denn ich beschäftige mich sehr viel mit Vorverpackungen von Obst und Gemüse. Wir werden bald neue Zahlen für 2019 veröffentlichen und es ist immer noch so, dass über 60% vorverpackt verkauft ist bei Obst und Gemüse. Da ist sozusagen zum Knotenbeutel aus Kunststoff oder aus Papier ist quasi die Vorverpackung die Alternative und solange die nicht auch bepreist ist, wäre es absurd, quasi den Knotenbeutel als wesentlich materialeffiziente Alternative zu bepreisen. Hier müsste sozusagen sich erstmal das Setting ändern, dass wir auch unterstützen würden, den Knotenbeutel im Obst- und Gemüsebereich oder an der frischen Theke auch jetzt schon zu verbieten. Vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Istel. Und jetzt gehen wir in der Reihe weiter. Das Fragerecht ist bei der FDP. Frau Skudelny, sagen Sie als erstes bitte gleich, an wen Sie sich wenden.
Ja, meine Frage geht an den Herrn Kauertz. Herr Kauertz, die Deutsche Umwelthilfe ist ja einer der großen Protagonisten hier im Kampf gegen die Plastiktüte. Und jetzt wurde vorhin gesagt, Mensch, wir brauchen gar keine Ökobilanzen, wir wissen ja sowieso schon alles. Ich nenne es jetzt mal polemisch, wir haben auf der einen Seite ein gefühltes Wissen und auf der anderen Seite Ihren ökobilanziellen Ansatz, der sagt, gut, wir müssen verschiedene Parameter auch in einem bestimmten Rechtsrahmen beurteilen. Meine erste Frage ist, sehen Sie es so, dass wir sowieso schon alles wissen oder sehen Sie hier tatsächlich eine Notwendigkeit, Ökobilanzen zu erstellen? Können Sie da die Vorteile von Ökobilanzen auch im deutschen Rechtsrahmen, weil Sie haben in dem Gutachten 2014 ja reingeschrieben, wir brauchen für unseren Rechtsrahmen auch eine Ökobilanz? Und meine weitergehende Frage wäre dann, liegen denn überhaupt alle Zahlen, Daten und Fakten vor? Wir haben jetzt vom NABU gehört, Mensch, über das Papiertüten gibt es gar kein Monitoring, da gibt es auch gar keine Zahlen, da werden auch von der Bundesregierung keine Zahlen erhoben. Können Sie hierzu vielleicht auch noch was sagen? Ja, danke für die Frage. Ich bin der Meinung, wir wissen noch nicht alles. Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine Ökobilanz immer für eine Überraschung gut ist, weil nicht alles, was man sich so vorstellt, kommt am Ende auch in der Ökobilanz so raus. Das ist immer eine Überraschung, weil wir in der Ökobilanz ja grundsätzlich alle Energie und alle Materialflüsse betrachten. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man damit auch auf Stellschrauben und Parameter kommt, die man so erstmal im ersten Blick überhaupt nicht vor Augen hatte, ja, die sich dann eben auch im Laufe der Zeit verändern können. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Ökobilanz für so ein Thema brauchen oder dass sie uns zumindest sehr interessante Hinweise liefern kann. Ja, wir haben noch längst nicht alle Daten dafür zusammen, da werden wir noch viel mehr brauchen. Wir brauchen wirklich das Aufkommen, wir brauchen Durchschnittsspezifikationen von solchen Taschen. Wir müssen uns einfach auch mal unterhalten, wo kommen die eigentlich her, wo gehen die eigentlich hin. Auch das wird sehr interessant sein. Wir haben das vorhin schon gehört, es gibt keine dezidierten Quoten über Verwertungsquoten von Kunststofftragetaschen, auch nicht von Papiertragetaschen. Wir wissen auch nicht, was mit dem Mehrwegbeutel passiert, wenn er sein Lebensende erreicht hat. Und diese ganzen Geschichten, da müssen wir intensiver mal dran arbeiten, die Daten generieren und dann eben diese Daten auch in ein Modell einspeisen. Und das Schöne ist, dass die Ökobilanz uns ja wirklich ein ganz transparentes Prozedere bietet, wie man rechnet, wie man auswertet, wie man diese Dinge darstellt. Das können die interessierten Kreise, die mit den Ergebnissen weiterarbeiten wollen, schauen sich das an. Man lässt das in der Regel auch kritisch begutachten und man hat dann auch einen Einblick da rein. Und das ist ja eigentlich die Sache. Das haben wir beim gefühlten Wissen, haben wir das natürlich nicht, weil in die Köpfe der Leute können wir nie reinschauen. In die Ökobilanz, das können wir transparent dokumentieren und auch entsprechend darstellen. Und was auch ein großer Vorteil der Ökobilanz ist, in meinen Augen, ist, dass wir auch uns in gewisser Weise an Prognosen wagen können. Das heißt, wir können auch mal in Szenario-Settings arbeiten, wir können ausrechnen, wie viel Umweltlasten können wir durch die Maßnahme X einsparen, wie viel Umweltlasten würden gegebenenfalls durch eine Maßnahme Y generiert werden. Ja, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich zukünftig ebenso einen gewissen Konsumfenster, das wir hier an der Stelle untersuchen würden, in welche Richtung möchte ich das absteuern und wie passt das eigentlich zu sonstigen Zielvorgaben, die wir haben. Also da bietet uns die Ökobilanz einfach ganz, ganz viele interessante Dinge, die uns, glaube ich, hier in der Diskussion auch sehr viel weiterbringen würden. Dankeschön. Und jetzt geht das Fragerecht an die Linke. Und es gibt eine Frage an Herrn Fischer von Herrn Lenkert, bitte. Ja, erstmal vielen Dank. Man kann sich sicher trefflich über Ökobilanzen streiten, aber Vermeidung ist immer noch besser als Ökobilanzen zu vergleichen. Die Vermeidung von Tüten wird durch dieses Verbot gefördert. Und es ist ja auch schon, also ich sage mal, ich kenne zwar keine Studien, aber ich kenne mein persönliches Erleben in Supermärkten und ich kann Ihnen versichern, dass die Anzahl der Plastiktüten, die genommen wurden, deutlich höher war als jetzt die der Alternativen, die angeboten werden. Und vielleicht kann man sich... Das ist kein gefühltes Wissen, das ist Beobachten. Und Beobachten heißt nicht gefühlt. Das ist ein kleiner Unterschied. Und deswegen, vielleicht können Sie auch mal beim... Selbst der Handelsverband hat ja gesagt und zugegeben, dass eben vorhin bestätigt, dass der Absatz deutlich zurückgegangen ist, dass Sie also diesen Tütenverbrauch insgesamt... Das heißt, der hat zwar keine Studie gemacht, aber diese Belege sind relativ einfach, weil die wissen ja, was sie einkaufen und was sie abgeben. Da würde ich mich auf die Aussagen des Handels verlassen. Meine Frage an Herrn Fischer... Plastiktüten zu verbieten, ist aus unserer Sicht demzufolge nicht falsch, aber das Problem des zu viel Plastikmülls wird dadurch nur marginal verkleinert. Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um den Plastikmüll insgesamt zu verringern
Und was wäre notwendig, um die Recyclingmöglichkeit deutlich zu verbessern? Wäre zum Beispiel sinnvoll, dass man sich auf wenige Materialien, die zugelassen sind im Verpackungsbereich, begrenzt, um ein besseres Recycling ermöglichen zu können? Herr Fischer, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Herr Lenker, die genau in die richtige Richtung geht. Es ist tatsächlich so, dass die Plastiktüte, dass die Einwegplastiktüte ja auch ein Symbol ist für Einwegverpackungen, die nicht notwendig sind. Und zudem zum Ausdruck bringt, dass die Umweltministerin, dass die Bundesregierung sich ernsthaft damit auseinandersetzen will, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur beim Thema Abfallvermeidung bei diesem Plastiktütenverbot bleiben soll, dass dieses Plastiktütenverbot eben auch Ausdruck des Willens der Bundesregierung ist, beim Thema Abfallvermeidung auch in der Breite voranzukommen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man da einen Schritt vorwärts tun? Einwegplastiktüten, Mehrwegtragetaschen, das ist die Diskussion, die wir gerade führen müssen. Wie kann man die Wiederverwendung in der Breite fördern? Wie kann man Abfallvermeidung voranbringen? Und dann brauchen wir zunächst mal beim Thema Abfallvermeidung Ziel. Wir müssen ja wissen, wo soll die Reise hingehen? Auf welche Zielgröße muss hingearbeitet werden? Dazu steht nichts im Verpackungsgesetz. Deshalb wäre es natürlich extrem gut, wenn die Bundesregierung das ernst meint mit dem Thema Abfallvermeidung, dass auch ein entsprechendes Ziel formuliert wird, dass wir etwas haben, was quantifizierbar ist und an dem man sich messen lassen kann. Das wäre ein wichtiger Schritt. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Mehrwegförderung, die notwendig wäre. Wir haben das beim Thema Plastiktüte immer wieder gehört. Ja, wir brauchen bei den Mehrwegalternativen natürlich auch Anreizsysteme und Anreizmodelle, dass die Leute Mehrwegalternativen nutzen. Wir brauchen aber gleichzeitig auch politische Ziele zur Wiederverwendung. Und deshalb plädieren wir für Wiederverwendungsquoten nicht nur für Getränkeverpackungen, sondern auch für Transport- oder Versandverpackungen. Das heißt, wir brauchen Wiederverwendung in der Breite. Und wenn Sie das Thema Recyclingfähigkeit ansprechen, dann ist das ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen beim Thema Recyclingfähigkeit weiter vorankommen. Es muss weniger Verbundmaterialien geben. Und es muss natürlich das, was im gelben Sack landet, weil nur deshalb sammeln die Leute das dort, auch ein Recycling technisch möglich sein und eine Sortierung. Und deshalb brauchen wir in diesem Bereich auch mehr Verbindlichkeit, Mindeststandards auf freiwilliger Basis und dann daran zu glauben, dass das in der Breite von Markenartiklern und LEH-Lern umgesetzt wird. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb brauchen wir auch bei den Standards zur Recyclingfähigkeit Verbindlichkeiten, die geschaffen werden müssen. Dankeschön. Und für die Grünen stellt Frau Hoffmann eine Frage an Frau Istl. Ja. Zunächst ist es erstmal gut, dass die Bundesregierung jetzt auch mal erkannt hat, dass rein freiwillige Selbstverpflichtungen beim Thema Vermeidung von Einwegkunststoffen nicht helfen. Also das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich da begrüßen kann. Die freiwillige Selbstverpflichtung des Handels, die Plastiktüten nicht mehr kostenlos abzugeben, hat zwar dazu geführt, dass es eine deutliche Verringerung gegeben hat, aber es gab auch damals noch Ausnahmen und längst nicht alle Plastiktüten aus allen Geschäften waren von der Selbstverpflichtung betroffen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich, dass die Bundesregierung jetzt erstmal einen einheitlichen und verbindlichen Rahmen schaffen will. Aber die Stellungnahme, das hat man jetzt gehört, eigentlich von allen Sachverständigen haben deutlich gemacht, auch für diesen Gesetzentwurf gilt, gut gemeint ist noch längst nicht gut gemacht. Und auch der vorliegende Gesetzentwurf ist nicht mehr als ein Teilverbot von Plastiktüten. Wir haben das ja gehört, verschiedene Wandstärken sind ausgenommen. Und statt eine einheitliche, allgemeine Strategie zur Vermeidung von Einwegtragetaschen vorzulegen, begnügt sich die Bundesregierung allein mit einer Regelung zu Plastiktüten. Das ist eigentlich zu wenig. Es ist ja nicht damit geholfen, dass man ein Produkt durch ein anderes ersetzt. Und ein Verbot von Plastiktragetaschen gehört meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach eingebettet in viel mehr und viel weitergehende Maßnahmen. Und wir fordern zum Beispiel eine verbindliche Abgabe auf alle restlichen Einwegtüten und die Einnahmen daraus sollten zur Förderung von Mehrweglösungen genutzt werden. Ein Verbot von Plastiktüten klingt zwar erstmal schön, deswegen haben wir es ja auch als Symbolpolitik bezeichnet, aber da muss einfach noch viel mehr passieren. Notwendig sind beispielsweise ein verbindliches Abfallvermeidungsziel
für Verpackungsmüll und eine Strategie zur Stärkung von Mehrwegverpackungen im Getränkebereich. Bei anderen Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen oder auch in der Logistik, das wurde gerade auch schon angesprochen. Hier muss eigentlich die Bundesregierung jetzt mal liefern. Und meine Frage geht an Frau Istel. Sie haben ja eine generelle Abgabe auf alle Einwegtragetaschen vorgeschlagen. Und die Einnahmen aus einer solchen Abgabe sollen in einen Fonds fließen, aus dem dann abfallvermeidende Maßnahmen gefördert werden. Können Sie hier Beispiele nennen, wo das schon funktioniert und wie diese dann auch in der Breite anwendbar sein könnten? Also, ich muss mal kurz hier meinen Ton ausmachen, damit ich nicht doppelt höre. Ja, also wir könnten uns zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man das Geld nutzen könnte für eine Art Startkapital für das Thema Mehrwegförderung in Standardgrößen über die Getränkeverpackung hinaus. Also für Supermärkte zum Beispiel bestimmte Größen und bestimmte Gefäße entwickeln, wo man wirklich mal was richtig Innovatives, Neues machen kann, beziehungsweise so neu ist das gar nicht. Natürlich gibt es immer Leute, die da schon mal drüber nachgedacht haben, aber das merkt man auch bei zum Beispiel bei dem Thema Convenience zurzeit. Da basteln an ganz vielen Stellen ganz viele herum und leider ist es aber bei dem Thema halt so, dass da mal Vielfalt nicht so förderlich ist, sondern eigentlich wir brauchen einheitliche Gefäße, standardisierte Gefäße, die jeder benutzen kann. Und quasi um sowas anzuschieben, für sowas wäre so ein Fonds super. Ich kenne leider kein Beispiel in anderen Ländern, aber das ist natürlich dann auch eher das Startkapital. Danach müsste natürlich dann das auch anders weiter finanziert werden, weil wir ja auch nicht davon profitieren wollen, von den Abgaben der Einwegtüten. Aber sowas könnte man machen. Und das zweite Thema wäre tatsächlich auch in dem Bereich, wo jetzt auch schon viel passiert, Convenience to go, das ist was ganz dolle Rebound-Effekte hat zurzeit. Also dann sparen wir da irgendwie an der Gurke irgendwas ein und gleichzeitig wird es alles wieder zunichte gemacht. Und um solche kulturellen Trends aufzugreifen, wären, glaube ich, Fondsgelder sehr gut. Das sind auch Dinge, die kann man jetzt nicht rein gesetzlich regeln. Da würde ich sagen, kann man auf jeden Fall, könnte man sich richtig spannende Sachen ausdenken, wo wir mal Mehrweg jetzt über das, wo wir immer drüber sprechen, auch wieder zu fördern. Dankeschön. Wir gehen damit in die zweite Runde, die wir verkürzen müssen auf 3 Minuten. Also die Fragen bitte jetzt in dieser Runde vielleicht wirklich sehr knapp halten. Herr Simon beginnt wieder für die Union, bitte. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Dann fasse ich mich sehr kurz, weil ich an zwei unserer Experten die Fragen stelle. Zuerst an Herrn Peter vom HDE. Sie haben jetzt viel Lob erhalten für die erreichten Ziele. 2016 gab es die gemeinsamen Zielsetzungen zwischen Handel, Industrie und der Politik. Die haben wir jetzt, beziehungsweise Sie haben die übertroffen. Wen trifft denn dieses Plastiktütenverbot, wenn es kommt? Trifft das die großen Discounter? Trifft es die kleinen, sage ich mal, den Tante-Emma-Laden, der jetzt ja auch wieder im Kommen ist und auch oft präferiert wird? Und Herr Kopp-Assenmacher, das Plastiktütenverbot stellt ja möglicherweise einen Eingriff in den europäischen Binnenmarkt dar. Sie haben jetzt ja schon referiert zu europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Vielleicht können Sie das noch mal konkretisieren, gerade wenn man sich die Frage stellt, ob es gerechtfertigt ist, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ein Umweltproblem zu lösen als eine Plastiktüte. So, jeder 1 Minute bitte. Herr Peter. Ja, vielen Dank, Herr Simon. Dann würde ich kurz beginnen. Wie viele von Ihnen ja auch festgestellt haben, haben insbesondere die großen Händler schon vor längerer Zeit Plastiktüten aus ihrem Sortiment genommen. Was aber tatsächlich der Fall ist, dass viele kleine und mittelständische Händler weiterhin auf Plastiktüten gesetzt haben. Das hat auch oder ist auch dadurch bedingt, dass viele Händler für einen Vorrat von 3 bis 4 Jahren Plastiktüten einkaufen, um einen guten Preis im Einkauf zu erzielen. Und das wiederum führt dazu, dass wir jetzt, und das ist eine sehr aktuelle Zahl, noch 200 Millionen Plastiktüten als Vorrat bei den einzelnen kleinen und mittelständischen Händlern haben. Und diese Plastiktüten, wenn diese jetzt vernichtet werden müssten, das wäre aus Sicht halt ökologisch sehr unsinnig und auch ökonomisch sehr unsinnig. Wir haben da eine Zahl von einem kleinen Händler oder einem mittelständischen Händler aus NRW, der hat noch 100.000 Plastiktüten. Wenn er die vernichten müsste, das wären Kosten von 13.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist allerdings vor dem Hintergrund der ohnehin schweren wirtschaftlichen Lage, die der Handel gerade durchmacht wegen der Corona-Krise, schon ein Batzen Geld, der einfach aus unserer Sicht komplett vermeidbar wäre.
Herr Wolf Assenbacher. Jawohl, ja, kurze Antwort. Also vielen Dank für die Frage. Wir haben europarechtliche Leitplanken. Die sind einmal im europäischen Verfassungsrecht angelegt. Sie sprachen die Warenverkehrsfreiheit an. Wir haben aber auch darunter ganz konkretes Rahmenrecht. Wir haben die Verpackungsrichtlinie, die Abfallrahmenrichtlinie, die ja schon bestimmte Dinge vorsehen. Ich besorge, dass wir uns nicht an diese Vorgaben und diese Instrumente halten, uns daran orientieren, sondern dass wir praktisch symbolisch darüber hinausschießen. Das Problem bei diesem Änderungsgesetz zum Verpackungsgesetz ist sicherlich, ich glaube, das ist, hat auch diese Sachverständigengründe für mich nochmal sehr verdeutlicht, dass hier geschossen wird und erst wird nachher geguckt, was da eigentlich passiert mit dem Schuss. Weil einfach mal was passieren sollte und weil man irgendwo anfangen muss und weil es so nicht weitergeht und solche Sätze. Aber man muss rechtlich sehen, dass hier ganz gravierende Grundrechtseingriffe mit verbunden sind, die eben nicht einfach mal so symbolisch angegangen werden dürfen. Da sehe ich die Grenze. Insofern würde ich empfehlen, dass man die europäischen Vorgaben viel strenger mal ins Blickfeld nimmt, die Einweg-Kunststoffprodukte-Richtlinie zum Beispiel so umsetzt mit den 7 Produktverboten zum Beispiel, die da geregelt worden sind, auf europäischer Ebene sich mehr engagiert und nicht auf deutscher Ebene praktisch von der Seite her hier irgendwas tut, was eigentlich gar nicht in dieses System passt. Wir brauchen Leitplanken, wir brauchen mehr Klarheit. Der Begriff der Vermüllung der Umwelt, das ist alles viel zu ungeklärt und viel zu diffus. Dankeschön. Von der SPD, Herr Tebs, an Herrn Bruckschen. Ja? Nee, Herrn Buschmann, Entschuldigung. Ja. Herrn Buschmann. Ja, mich wundert ja, dass die Grünen jetzt schon fast ein Plädoyer für die Plastiktüte gehalten haben und die nur teuer machen wollen. Da bin ich ein bisschen erstaunt drüber. Ansonsten würde ich gerne Herrn Buschmann mal fragen, ob er, weil jetzt hier immer nur die Papiertüte hier herangezogen wurde als Vergleich, einfach mal über Mehrweg-Tragetaschen etwas erzählen kann. Weil Tüte und Tasche wurde hier jetzt wild durcheinander geworfen. Und bei Mehrwegsystemen, die, sage ich mal, viele hundertmal benutzt werden können, Herr Buschmann, ist da nicht die Ökobilanz immer auf Seiten von Mehrweg? Oder brauchen wir da jetzt noch jede Menge Studien von den Experten, die wir gerade gehört haben, die das irgendwie belegen? Nun, korrekterweise ist es sicherlich so, dass wir bei Ökobilanzen immer den Systemrahmen betrachten müssen und natürlich ein einfacher Vergleich zwischen der einen und der anderen Lösung immer nicht alleinig nicht ausreichend ist. Es ist aber grundsätzlich so, dass wir bei einer Mehrfachnutzung von langlebigen Produkten auf jeden Fall immer einen deutlichen Vorteil haben. Das kennen wir selbst bei der Betrachtung von Glasflaschen im Vergleich zu Plastikflaschen. Das hängt da immer noch ein bisschen von den Zeiträumen ab. Also von daher ist ein Mehrwegsystem, egal welcher Couleur, ob es jetzt eine Mehrwegtragetasche aus Kunststoff, aus Stoff oder ein Rucksack oder ein Korb ist, eine Einwegplastiktüte, die einmal benutzt und dann möglicherweise nochmal als Mülltüte benutzt wird, was eine Übernutzung des Materialaufwands ist, eigentlich immer der Gewinner. Und ich glaube, dass da der entscheidende Punkt ist, dass wir dort übergreifende Konzepte brauchen. Und das heißt nicht Einzellösung, keine Alleingänge und Aktionismus von einzelnen Handelsunternehmen, dieses oder jenes zu machen, sondern dass es da ein gemeinschaftliches Konzept braucht, wie man Mehrwegsysteme für die Verbraucherinnen und Verbraucher konzipiert, die nutzbar sind. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass Hemdchenbeutel sinnig sind. Das ist ein Logistikproblem des Einzelhandels, wie man Obst und Gemüse von der Theke bis zur Kasse bringt. Den Rest kann der Verbraucher über entsprechende Mehrwegsysteme, Tagetaschen wunderbar selbst organisieren. Dort könnten Körbchen, Mehrwegkörbchen genauso ihren Sinn machen. Und ich glaube, dass wir ein grundlegendes Problem haben mit der Überverpackung, die wir haben, und dass wir dort systematisch herangehen müssen. Und dann sind auch Systemlösungen und systematische Ökobilanzen in einem breiteren Kontext hilfreich, um die optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden. Dankeschön. Von der AfD kommt eine Frage an Herrn Korb-Assenmacher. Herr Bleck, bitte. Ja, zunächst noch mal 2 kurze Bemerkungen. Eine durchaus richtige von Herrn Lenkert. Das ist natürlich so, dass Vermeidung immer besser ist als die Frage nach der Ökobilanz. Nur stelle ich mal in Frage, dass es prinzipiell bei den Anwendungsbereichen dieser Tüten eine Vermeidung auf null möglich ist. Und genau dann, Genau dann muss man ja eben doch wieder die Frage nach der Ökobilanz stellen, wenn man feststellen muss, dass diese Tüten nun mal einen bestimmten Zweck haben, schnell, sicher und unkompliziert zu sein. Und deswegen hat ja auch Einweg durchaus seine Berechtigung. Die Frage ist, in welcher Größenordnung
Das ist das Entscheidende. Und deswegen bin ich eben nicht der Überzeugung, dass man die Frage der Ökobilanz da einfach vom Tisch wischen kann, so ohne weiteres, sondern diese Frage muss gestellt sein. Und da haben wir sehr viele Anzeichen. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass man das schon fast gesichert sagen kann, dass für diesen Fall eben die Plastiktüte von der Ökobilanz besser ist als die Papiertüte. So, und eine Sache, die wollte ich auch noch anmerken, das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert, wenn man hier sagt, dass die Vereinbarung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Handelsverband hier nicht geholfen hat. Also zwischen 2015 und 2018 wurde der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch der Plastiktüten um 2/3 reduziert. Also wer behauptet, das hätte nicht geholfen, also der steht aus meiner Sicht im Regen da. Meine Frage jetzt vielleicht hinsichtlich Ihrer juristischen Einschätzung, Herr Knopp, da geht es mir vor allem um die Frage, Sie haben ja ein recht eindeutiges Votum, eine recht eindeutige Position für den Fall, dass jetzt diese Änderung des Verpackungsgesetzes käme. Wie würden Sie die Chancen einer abstrakten Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht einschätzen dagegen? Eine Minute, Herr Korb-Assenmacher, bitte. Ja. Mein also, Appell hat nicht gefruchtet. Da brauche ich noch nicht mal eine Minute, weil ich das natürlich so nicht hundertprozentig beantworten kann. Ich habe das, glaube ich, sehr deutlich gemacht in meinem Eingangsstatement, dass ich gesagt habe, dieser Gesetzentwurf liegt salopp gesagt an der Grenze zwischen verfassungsmäßig und verfassungswidrig. Insofern würde ich besorgen, dass es jemanden gibt, der dann dagegen vorgeht und womöglich gewinnen könnte in der Rechtsprechung. Denn dann wäre eigentlich dem allen, was wir hier besprochen haben, und ich glaube, wir sind ja alle für einen vermehrten Umweltschutz, dass das konterkariert würde. Das Zeichen wäre natürlich dann sehr negativ und das sollte unbedingt vermieden werden. Daher plädiere ich dafür, den Gesetzentwurf unbedingt nachzubessern. Und ich glaube, gerade vom Sachverhalt ist von vielen gesagt worden, hier ist noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Man sollte vielmehr mit Bedacht daran gehen. Und der Nachteil dieses Gesetzentwurfs ist eindeutig die Symbolpolitik. Ein früherer Kanzler hat mal gesagt, man regiert mit Bild und Glotze. Und nicht umsonst ist diese Initiative der Bild am Sonntag von Frau Schulze gestartet worden. So ist das halt. Rechtlich gesagt ist das irgendwo offen, aber ich würde es schon grenzwertig sehen, habe ich ja gesagt. Dankeschön. Eine Frage von Herrn Lenkert an Herrn Wagner, bitte. Ja, vielen Dank. Frau Vorsitzende, Herr Wagner, Sie führten vorhin aus, dass in dem öffentlichen Entsorgungsbehältnis günstigstenfalls und in den öffentlichen Anlagen ungünstigstenfalls doch eine ganze Menge eigentlich lizenzierungspflichtiger Verpackungen landen. Fasse ich Sie richtig auf, dass in der nächsten Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder des Verpackungsgesetzes sichergestellt werden muss, dass ein Teil der Lizenzierungsentgelte auch zur Beseitigung dieser Verpackung und zur Entsorgung verwendet werden muss und dass die dualen Systeme verpflichtet werden sollten, die Kosten für diese Entsorgung zu übernehmen. Vielen Dank, Herr Lenkert, für die Frage. Kann ich ganz kurz machen? Ja, Sie fassen mich richtig auf. Das ist unsere Forderung, unsere Vorstellung. Da muss man natürlich gucken, wie ist so ein Finanzstrom zu organisieren, wie macht man den kommunal scharf. Deswegen gibt es ja auch gerade diese Untersuchung, um mal zu schauen, von welchen Volumina reden wir, von welchem Anteil. Aber auf der Basis kann man einen Zahlungsstrom organisieren und sollte man einen Zahlungsstrom organisieren, der den Kommunen zugutekommt und aus dem auch dann aus diesen Mitteln sagen wir mal, der zusätzliche Aufwand auch gestemmt werden kann zur öffentlichen Sauberhaltung. Sie sind fertig, ja? Dankeschön. Frau Skodelny. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich nochmal an den Herrn Kauertz. Herr Kauertz, wir haben gehört, dass gerade der Herr Lenkert und der Herr Tews davon ausgehen, dass die Einwegplastiktüte oder die Plastiktüte im Supermarkt mit Mehrwegbeuteln, mit Rucksäcken und Tragekörben ersetzt wird. Meine Realität an der Supermarktkasse sieht so aus, dass dort, wo früher Plastiktüten hängen, heute Papiertüten hängen, genutzt werden und diese aber nicht erfasst werden und auch laut Bundesregierung nicht erfasst werden sollen, weil man der Wahrheit einfach nicht ins Gesicht sehen möchte. Meine Frage vor dem Hintergrund ist, kann es sein, dass dieses Singuläre, Sie haben es Pixelstück genannt, das eben nicht, wie der Herr Buschmann fordert, in ein Paket mit eingebunden ist, dass diese Einzellösung, wenn wir sie jetzt beschließen, unterm Strich tatsächlich dazu führen kann, dass wir der Umwelt einen Bärendienst erweisen.
ist es so, dass wir gesichert sagen können, dass durch dieses Verbot die Umweltbelange in Deutschland besser geschützt sind? Oder ist es einfach so, dass wir Symbolpolitik machen, die durch einen höheren Ressourcenverbrauch einer beispielsweise einmal genutzten Papiertüte nach hinten losgeht und wir deswegen nur Symbole und der Umwelt eben keinen Gefallen tun und übrigens auch damit dem Recycling keinen Gefallen tun? Ja, danke. Gesichert sagen kann man das natürlich an der Stelle nicht, weil ich hab ja ausgeführt, uns fehlen an der Stelle einfach die wissenschaftlichen Grundlagen, die durchschnittliche deutsche Verhältnisse adressieren. Ja, wir haben Untersuchungen, da sieht eine Papiertüte nicht sonderlich gut aus gegenüber beispielsweise einer Kunststofftüte, die den blauen Engel tragen darf. Das kann ich hier an der Stelle, glaube ich, schon mal sagen. Ich denke, das verwundert auch niemanden. Ja, aber wir können natürlich jetzt von diesem abstrakten Beispiel nicht auf die Gesamtheit schließen. Aber ich sehe es schon so, wir schauen hier einen mini-kleinen Teil an und uns fehlt eigentlich die große Vision. Und in meinen Augen sollte es erst die Vision geben, wo möchte man hin, und dann die Maßnahmen überlegen und dann die Maßnahmen auf die Produktgruppen runterbrechen. Und wir müssen auch einfach davon weg, ja, dass wir uns darüber unterhalten, was wäre ein gutes Symbol für den Umweltschutz, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir wissenschaftlich fundiert auf Maßnahmen kommen, die eben tatsächlich einen echten Umweltschutz auch im Sinne von einem Ressourcenschutz präsentieren können. Ja. Und dazu gehört es dann eben, dass ich, bevor ich im Prinzip eine Sache verbiete und mir nicht Gedanken darüber mache, was sind die Alternativen, die substituieren, ja, und davon, und wenn da theoretisch Alternativen stehen, die schlechtere Umweltauswirkungen oder höhere Umweltauswirkungen haben, da muss ich mir gut überlegen, ob das der Weg ist, den man an der Stelle gehen sollte, mit so einem massiven Aufwand da jetzt einzugreifen, ja, wenn ich nicht weiß, was passiert. Beantwortet das Ihre Frage? Dankeschön. Und die letzte Frage der heutigen Anhörung kommt von den Grünen, richtet sich an Frau Istel. Bitte, Frau Hoffmann. Ja, Herr Thiefs, zur Klarstellung nochmal. Die Grünen sprechen sich gegen kurzlebige Plastikeinwegmaterialien aus. Und wir fordern, dass die Regierung hier umfassender handeln muss, nämlich auch im Rahmen der EU-Plastikstrategie. Und wir sehen diesen Gesetzentwurf als eine verpasste Chance. Man hätte hier mehr machen müssen. Und meine Frage jetzt an die Referentin vom NABU. Ich möchte Sie bitten, mal kurz zu skizzieren, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel im Verpackungsgesetz sind, um eben diese Einwegverpackungen konsequent zu vermeiden und insbesondere auch das Kunststoffrecycling zu verbessern. Ja, also wir wünschten uns auch, dass wir nicht nur zur Tüte hier sind, sondern quasi um umfassendere Änderungen des Verpackungsgesetzes, wenn es da schon drum gegangen wäre sozusagen. Wir sehen auch, dass das Verpackungsgesetz unbedingt noch viel mehr oder überhaupt erstmal in Richtung Verpackungsvermeidung weiterentwickelt werden muss. Das kann einerseits, könnte das über die Ökologisierung nach § 21 auch sein, wo es ja jetzt nur um die Recyclingfähigkeit geht und nicht um quasi Materialeinsparungen, wirkliche Verteuerung von Material. Das heißt, neben diesem Vermeidungsziel würden wir uns eine Weiterentwicklung des § 21 Richtung Vermeidung wünschen. Dann könnten wir das Verpackungsgesetz nutzen, um die Single-Use Plastics Directive umzusetzen, aber über das, was in der Single-Use Plastic hinaussteht. Also sagen wir mal, wenn wir diese Single-Use Plastics Directive nur 1:1 übersetzen und nicht über das Verpackungsgesetz zum Beispiel Mehrweg fördern, Einweg-to-go-Verpackungen wirklich richtig verteuern, dann haben wir auch keine Chance gegen quasi gegen diese Abfallberge durch neue Trends etc. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere Punkte, Gewerbeabfall, Transportverpackungen, Onlinehandel, ganz, ganz wichtiger Punkt, auch sehr beliebt bei Einwegpapiertüten zum Beispiel, der Onlinehandel. Also da ist eine bunte Palette. Ich würde jetzt mal sagen, allgemein viel mehr in Richtung Vermeidung denken im Verpackungsgesetz und nicht nur die Recyclingfähigkeit adressieren. Auch wichtig natürlich, wollen wir auch, aber zur Ressourcenschonung brauchen wir auch Vermeidung, sonst kommen wir von diesem hohen Ressourcenverbrauch ja nicht runter. Vielen Dank, Frau Istel. So, das Bundesumweltministerium in Gestalt des Herrn Staatssekretärs Bonhold kann sicher mitnehmen, dass es noch viel Unzufriedenheit gibt mit dem Gesetzentwurf, aber was es vielleicht wieder auch ein bisschen einfacher macht, von ganz unterschiedlichen Seiten. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Zeit und ihre Expertise, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Wir werden schauen, was wir mit dem Gesetzentwurf weiter machen.
Wir sehen uns sicher alle gleich im Plenum, denn heute in der Befragung der Bundesregierung steht die Umweltministerin zur Verfügung, also sozusagen unsere Ministerin. Und insofern glaube ich, bis gleich und ansonsten bis zur nächsten Sitzung am nächsten Mittwoch. Bis dann.